Heute erzähle ich euch ein bisschen was zu unserer Volvo On Call Einrichtung im Fahrzeug. Es ist eine Notrufeinrichtung, die ab diesem Modell ja serienmäßig in allen Volvos vorhanden ist. Und hier gibt es zwei Knöpfe, die hier zu bedienen sind. Einmal ist es der On Call Knopf. Damit kann man Pannenhilfe oder sonstige Hilfe rufen. Oder den SOS Knopf, der mit Priorität behandelt wird und im Falle eines Unfalles oder Notfalles, wenn Gefahr im Verzug ist, sofort die Rettungskräfte alarmiert, die zu einem rausgeschickt werden. Man kann von außen geortet werden über dieses System. Also die Rettungskräfte wissen auch jederzeit, wo man sich befindet. Das Ganze wird noch getoppt von unserer Volvo On Call App, die man auf das Handy laden kann, und man kann über das Handy dann mit dem Fahrzeug zusammen kommunizieren. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert. Wir haben hier die Volvo On Call App, die wir einfach antippen, dann wird das Ganze geöffnet und dann nimmt das Handy Kontakt mit dem Fahrzeug auf. Hier kann man jetzt sehen, wie der Startbild schon mal aussieht. Man kann hier einmal sehen, passt das Kennzeichen zu meinem Auto, habe ich mein richtiges Auto. Ich sehe, wie warm ist es gerade am Fahrzeug. Ich sehe den Zustand, ob die Türen verriegelt sind. Ich kann über die App auch mit Hilfe eines Passwortes das Fahrzeug entriegeln. Ich sehe, wie viel Kraftstoff habe ich noch. Ich kann also bequem vom Sofa aus gucken, wenn ich jetzt los muss, muss ich noch tanken oder schaffe ich es noch? Und ich kann sogar meinen privaten Kalender dann noch mit einbauen. Und wenn jemand anders mit dem Fahrzeug unterwegs ist, kann ich hier zum Beispiel mal schauen, wo befindet sich denn mein Fahrzeug gerade. Und in diesem Fall steht es nördlich von Hannover. Da habe ich es auch abgestellt. Weiß also, alles gut. Ich kann das hier immer weiter aufziehen. Und falls ich mal aus irgendwelchen Gründen vergessen sollte, wo ich mein Auto geparkt habe, werde ich es hiermit in jedem Fall wiederfinden. Und wir haben hier also auch die Möglichkeit, mehrere Fahrzeuge zu verbinden. Das heißt also, wenn Sie mehrere Volvos Ihr eigen nennen, können Sie alle über eine App steuern. Dann haben wir den nächsten Punkt, Klimatisierung. Ich kann über das Telefon die Belüftung oder auch, wenn vorhanden, die Standheizung des Fahrzeuges vorprogrammieren. Ich kann sie direkt starten oder ich kann hier Timer einprogrammieren, bis zu 8 verschiedene Timer mit verschiedenen Daten, also nicht nur den nächsten Tag. Ich kann eine ganze Woche, einen ganzen Monat kann ich vorprogrammieren, wann das Fahrzeug die richtige Temperatur zum Losfahren haben soll. Und hier, was ich vorhin schon kurz ansprach, hier kann ich die Türen ver- und entriegeln. Ich kann den Zustand sehen. Habe ich mein Auto abgeschlossen? Falls ich irgendwo sitze und, oh, habe ich mein Auto eigentlich zugemacht? Fragen Sie Ihr Telefon. Das weiß es. Und hier können wir dann sehen, wie viel Kraftstoffreichweite habe ich noch, meinen Durchschnittsverbrauch. Und im Zweifelsfall sagt er mir sogar, wie groß ist denn mein Tank, falls Sie ausrechnen wollen, was getankt werden muss. Das sind so ein paar kleine Highlights aus diesem Fahrzeug, aus dieser App. Ich kann hier auch die Pannenhilfe rufen, ich kann mir Fahrzeugdetails anrufen, ich kann gucken, wie weit habe ich es noch bis zur Wartung. Und für unsere Dienstwagenfahrer, sehr interessant, ein elektronisches Fahrtenbuchsystem hinterlegt, sodass ich mir Excel-Dateien runterladen kann, wo, wann, wie ist dieses Fahrzeug bewegt worden, und kann das beim Finanzamt einreichen. Insgesamt glaube ich eine sehr runde Geschichte. Kommt gerne vorbei, überzeugt euch selbst davon. Vielen Dank.